Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Brot essen schlecht, ungesund oder ist das sinnvoll? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ich habe häufig die Frage von Patienten und Patienten in der Beratung, von Ehepaaren, von Familien im Zusammenhang dieser ganzen Low-Carb-Geschichte, ob man das Brot überhaupt noch essen darf oder nicht. Jetzt muss man erstmal sagen, dass wir in Deutschland das einzige Land sind, wo Unmengen an Mehrkorn, Vollkornbrot überhaupt verfügbar ist. Ja? Und wir diskutieren hier ständig über irgendwelche Studien. Das sind ja Diabetes-Studien gewesen, in denen man drei Mahlzeiten gegessen hat, die Kohlenhydrate weggelassen hat, die Leute aber keinen anderen Ersatzkram gegessen haben und dadurch sozusagen das Körperfett reduziert haben. Das heißt, der Insulinspiegel geht runter. Jetzt zum Brot zurück. Das Brot, wenn es Graubrot, Mischbrot, Vollkorn, Mehrkornbrot ist, lässt es immer den Blutzucker langsam ansteigen. Also es ist nicht richtig, dass Brot schlecht ist. Man muss immer gucken, woraus es besteht. Wenn es helleres Brot ist, Weizenmehl ist, Dinkelmehl, das gehört ja zusammen in die gleiche Kategorie. Dinkel kann ein ganz klein bisschen mehr Ballaststoffe eventuell haben durch die Herstellung, aber in der heutigen Zeit, Dinkel gehört auch in die Weizenstruktur rein, weil es ein Urkorn ist. Das heißt, helleres Mehl lässt den Blutzucker schneller ansteigen. Das wäre ja zum Beispiel auch, ich hatte gerade geguckt, ob ich so schnell mein helles Toast finde, aber kriege ich jetzt gerade nicht. Bei dem hellen Toast zum Beispiel haben wir das ja auch. Das lässt schneller den Blutzucker ansteigen. Habe ich aber schon mal mehr Korn, Vollkorn oder Körner drin, geht der Blutzucker immer etwas langsamer. Habe ich aber einen höheren Anteil an hellem Mehl, dann habe ich immer einen schnelleren Blutzuckeranstieg und dann sind Kohlenhydrate auch nicht gut. Habe ich Kartoffeln verarbeitet als Chips, als Kartoffelecken, als Kartoffelpüree, esse ich immer in der Regel eine höhere Menge an Kohlenhydraten. Und genauso ist das auch beim Teller voll Reis oder Nudeln. Also zurück zum Brot. Die Menge ist entscheidend. Ihr könnt pro Tag mindestens 5 Scheiben Vollkornbrot essen. Wenn in der Scheibe, beim Schwarzbrot wird ja immer diskutiert, ist Zucker drin, die Glucose kommt da rein, damit das Brot dunkler ist, weil ein ursprüngliches Getreide in der Regel eine leicht graue Farbe hat. Und da der Mensch irgendwie ja so Gewohnheitstier ist, will er kein graues Brot, sondern Schwarzbrot soll Schwarzbrot sein, weil mal einer auf die Idee gekommen ist, da etwas Glucosesirup reinzumachen. Auf die einzelne Scheibe, die wir dann aber essen, ist der Glucosesirup nicht immer entscheiden. Wenn ich eine Diabetesstruktur habe, wo ich Insulin spritze und das ausrechnen muss, dann muss man eventuell gucken, wie viel Kohlenhydrate drin sind. Aber für den Normalo sozusagen können wir gerne Brot essen. Was passiert nämlich, wenn ihr das Brot weglasst? Also ich sehe das immer wieder, hatte gestern wieder eine Patientin, einen Tag Brot gegessen, anderen Tag weggelassen. Ja, Frau Rose Fröhlich, ich soll ja Low Carb und ich soll das ja weglassen. Also hat sie selber entschieden, ne? Ich nix Co. Ich nix Low Carb. Weil nämlich alle die gesunden Sachen lassen, die gesunden Kartoffeln, der gesunde Reis, die gesunde Nudeln, das gesunde Brot weglassen, ganz ehrlich, was sehe ich dann in den ganzen Erklärungen und Ernährungsprotokollen? Futtern alle Süßigkeiten, Schokolade, Chips, futtern irgendwelche anderen schnellen Kohlenhydrate. Oder wenn die Doktors sagen, hier, lass mir das Brot irgends weg, ist alles gesünder. Ja, was machen die Leute? Ersatzhandlung. Das Gehirn will gesunden Zucker haben, der kommt aus dem Brot, der läuft langsamer. Also Leute, wenn ihr Brot esst, genauso gerne wie ich, baut gerne Brot ein. Also, an der Stelle, Brot ist nicht schlecht, sondern das, was wir machen, ist schlecht, wenn wir das Brot weglassen. Das heißt, wenn ihr nämlich die Kohlenhydrate weglasst, habt ihr später Hunger, weil der Blutzucker runtergeht und dadurch kommen wir in die Ersatzhandlung. Also, lieber eine Scheibe Brot essen, ein bisschen Eiweißquelle drauf, Quark, Joghurt, Frischkäse, was fällt mir noch gerade ein? Wurst, wenn ihr mögt. Ich zum Beispiel esse auch ganz gerne mal dünne Marmelade oder dünnen Honig, weil ich zum Beispiel morgens nicht so pikant, sondern eher süß mag. Das heißt, die Menge ist entscheidend an der Stelle. Ja? Also ihr Lieben, esst gerne Brot, ist ja lecker. Ich hau die jetzt auch gleich weg. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ganz lieben Dank. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr alles so denkt darüber, über Brot essen.